Eine arme Krankenschwester fand ein ausgesetztes Baby. Sie konnte keine Kinder bekommen, also betrachtete sie es als ein Zeichen. Der Himmel hat dich zu mir geschickt. Ich werde jetzt deine Mutter sein. Aber schon am nächsten Tag verschwand das Baby aus der Klinik. Wo ist er? Wenn du das Findelkind meinst, es ist völlig gesund. Wir haben ihn dem Sozialdienst übergeben. Sie eilte sofort in das einzige Waisenhaus der Stadt. Das Baby aus dem Krankenhaus. Ich will es adoptieren. Sie sind zu spät. Wir haben bereits Vormünder für ihn gefunden. Nichts Persönliches. Es ist nur so, dass ein weißes Paar zuerst da war. Die Krankenschwester wollte sichergehen, dass das Kind in guten Händen war. Ich bin froh, dass dir nichts fehlen wird. Plötzlich hörte sie einen vertrauten Schrei. Mom, ich glaube, ihr Baby... Was machen Sie denn da? Ich bezahle Sie, damit Sie den Mund und den Pool sauber halten. Die Schwester wurde mit einer Putzfrau verwechselt, aber sie spielte mit. Natürlich, verzeihen Sie mir. Ich ziehe mich nur schnell um. Als sie das Haus betrat, folgte sie dem Schrei des Babys und fand sich in einem beengten Raum wieder. Wie konnten sie hier 7 Kinderbetten hineinstellen? Hatten sie wirklich so viele Kinder? Die Frau hob das Kind auf und erkannte, dass sie es retten musste. Plötzlich tauchte die Hausbesitzerin an der Tür auf. Die echte Poolreinigung ist da, Lügnerin. Ich habe schon den Notruf gewählt. Zum Glück konnte die Krankenschwester fliehen. Als sie ins Waisenhaus zurückkehrte, erzählte sie dem Direktor alles über die Bedingungen, unter denen das Baby gehalten wurde. Was für ein Albtraum. Ich hatte keine Ahnung. Der Kleine wurde sofort der gestörten Familie weggenommen. Und der Krankenschwester übergeben. Er soll sich an sie gewöhnen, während wir die Adoptionspapiere vorbereiten. Hallo, mein Sohn. Ich werde dich Eddie nennen. Aber auf dem Weg nach Hause wurde sie von einem Polizisten angehalten. Ma'am, darf ich Ihren Ausweis sehen? Stehen bleiben, nicht bewegen. Woher haben Sie ein weißes Kind? Halten Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Und steigen Sie langsam aus dem Auto. Die Frau wurde schließlich verhaftet. Ma'am, Sie werden der Kindesentführung beschuldigt. Das ist ein Irrtum. Ich bin sein offizieller Vormund. Der Direktor des Waisenhauses wies jedoch ihre Behauptung zurück. Das ist nie passiert. Sie haben ihn entführt und ich habe die Polizei gerufen. Die Krankenschwester nutzte ihre gesamten Ersparnisse, um die Kaution zu bezahlen. Gleich danach folgte sie dem Direktor. Er sah wie ein armer Sozialarbeiter aus, aber in Wirklichkeit führte er ein sehr luxuriöses Leben. Ich werde herausfinden, woher du das ganze Geld hast, du Betrüger. Es gelang ihr, in sein Büro zu schleichen. Und sie suchte dort nach Beweisen. Du bist sowas von erledigt. Der Ordner enthielt illegale Finanzunterlagen. Es stellte sich heraus, dass der Direktor des Waisenhauses Adoption zu einem Geschäft gemacht hatte.
Er vermittelte Kinder in Pflegefamilien und behielt einen Prozentsatz der Zahlungen. Ma'am, ein Einbruch wird Ihre Strafe nicht verringern. Ganz im Gegenteil. Sehen Sie sich diese Unterlagen an, Officer. Sie hat diese gefälschten Dokumente mitgebracht. Sir, Sie stecken in großen Schwierigkeiten. Sie glauben ihr mehr als mir? Einem weißen, heterosexuellen Mann? Und einem ehrlichen Steuerzahler? Nach dem Gesetz waren die Beweise ausreichend, um den korrupten Direktor zu bestrafen. Jetzt konnte nichts mehr die Krankenschwester davon abhalten, die beste Mutter der Welt zu werden. Eine Geburt macht eine Frau nicht zu einer Mutter. Und eine Frau hört nicht auf, eine Mutter zu sein, wenn sie ihr Kind zur Adoption gibt.